22. Folge zu Let's Jolly Bus rausgekommen und diesmal zu Part 3. Ich muss wieder etwas ankündigen, und zwar, dass es vier Videos zu Part 22, zu, vier Parts zu Video 22 geben wird. Da ich jede Folge gut eine Person machen kann, da müssen wir nicht drängeln, da muss ich nicht zu schnell spreche ich ja sowieso. Und da können wir uns auch noch ein bisschen Zeit lassen, immer, um das genau zu besprechen. So, heute oder jetzt machen wir erstmal diese Figur. Ja, das ist Obi-Wan aus dem, ich musste mich erstmal korrigieren, aus dem zweiten Teil. Nicht, ich habe ja gesagt aus dem dritten, aber es ist der aus dem zweiten Teil. Und zwar fährt er, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, ich nehme jetzt mal die Haare ab, er hat ein goldenes Teil an seinem Kopf, und zwar ist das ein Mikrofon, und damit bespricht er immer mit Anakin so paar was. Das ist der aus Part 2, wo der gerade nach Kamino fliegt. Oder er unterhält sich mit anderen, mit seinem, er hält sich mit seinem Astromech-Droiden R4. Den genauen Namen weiß ich jetzt nicht, ich weiß nur, dass er R4 heißt. Und wenn ich mich kurz anstrenge und ihn suche, könnte ich ihn vielleicht finden. Ich habe ihn gefunden. Ich stelle ihn jetzt mal daneben. Hier ist der Astromech-Droide R4. Schreibt mir in die Kommentare, wie er wirklich weiter heißt, und schreibt mir in die Kommentare, ob ich mich damit vielleicht doch nicht vertan habe, dass er aus Teil 2 ist. So, er hat einen beigen Mantel, wie auch hier alle. Er hat nicht einen orangenen T-Shirt darunter oder eine orange Kapuzenjacke, keine Ahnung, was ihr hier darunter habt. Müsste ich ja eigentlich wissen. Ein Hemd, genau. Hier hat er ein braunes Hemd, er hat einen braunen Gürtel und er ist komplett mit der gleichen beigen Farbe. Er ist aber schon ein bisschen älter, trotzdem ist er hautfarben. Wie gesagt, interessiert es mich immer wieder brennend. Nein, interessiert mich nicht, aber ich tue so, als ob es mich interessiert, wie er von hinten aussieht. Und ich bin enttäuscht, denn er hat nichts von hinten. Gar nichts. Stattdessen können wir die Folge auch mal kurz nutzen und R4 beschreiben. Also R4 ist eine ganz normale R2-Einheit. Oh. Eine ganz normale R2-Einheit, nur mit roten Gravierungen. Und ja, jetzt kann ich aber nochmal die Haare besprechen. Ich glaube, der hatte mal so eine Frisur wie der Padawan Obi-Wan. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Lego Agents. Ich habe einfach einem Lego Agents Agenten die Haare abgenommen und dem die gegeben. Weil die waren halt ähnlich. Ja. Jetzt haben die vier alle hier eine andere Frisur. Und darüber freue ich mich auch. Ich habe ihn jetzt zurückgestellt. Und ich würde sagen, einfach mal ciao, bis zur nächsten Folge. Und damit auch zum letzten Part der Folge 22.